Servus Jungs, wir sind hier beim FC München. Ja, heute ist Regionals. Nettes Mädchen da, wie heißt du? Bella. Spielst auch Yu-Gi-Oh, oder? Ja. Wie lange? Seitdem ich 6 bin. Seitdem du 6 bist? Ja. Schon so lange? Okay. Sehr, sehr schön. Wie bist du dazu gekommen? Mein Dad hat mir Karten aus Japan gegeben. Aus Japan? Ja. Die hast du immer noch, oder? Ja, die habe ich immer noch. Als Erinnerung, oder? Ja, klar. Weißt du, was waren das für Karten? Das war damals das Starterdeck von Kaiba und von Mare. Okay, also weißer Drache und nicht also. Cool, heute Regionals hast du nicht mitgespielt, oder? Ich habe nicht mitgespielt, weil genau wie es da drin aussieht, das ist übelst stickig, übelst der Stress und ich bin nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Okay. Ich spiele Fun-Decks im Moment, ich habe noch kein Deck gefunden, was ich ernsthaft. Was spielst du so momentan? Ich spiele Gimmick und Evil Swarm. Alles klar. Ich warte auf Support, falls einer kommt. Ja, okay. Sonst aber so Turniere auch mal gespielt? Ja, ich habe schon Turniere gespielt, aber... Ja, das waren so meine ersten. Ich bin relativ letztplatziert gewesen. Also aber eher aus Landshut. Ja, eigentlich so. Bist du aus München schon, ja? Nein, ich bin aus Landshut. Aus Landshut bist du? Ich war extra aus Landshut immer hier ins Hotel. Wie oft kommst du? Jede Woche lang? Oh, nee, jede Woche nicht, aber einmal im Monat muss sein, wenn ich öffne. Ja, was hältst du so vom Spiel? Genau, so an sich, das Spiel an sich? Ja, also jetzt über die Jahre. Durch das ganze Pendelzeug, also davon halte ich gar nichts. Ich halte überhaupt ist viel nicht kaputt gegangen, oder? Ist viel kaputt gegangen. Auch schon durch das Synchro und XYZ finde ich es auch viel vom Spiel einfach verloren gegangen. Jetzt mittlerweile eine Fusion zu machen und sowas, das war früher viel schwerer. Oder Tributbeschwörung. Alter, was hat man für ein Tribut gebraucht, Mann? Das war ewig viel. Das hat man fast gar nicht aufs Feld bekommen mittlerweile. Hier Tributmonster. Da Tributen und so, geht alles ganz locker und das finde ich einfach scheiße. Das Spiel ist total einfach geworden, immer mehr Power, immer mehr Level und was weiß ich, immer mehr ATK und dann hast du ein Monster mit 16.000 ATK auf dem Feld. Früher hast du mit einem weißen Rachen einfach so beschworen und angegriffen. Aber du lässt dich ja nicht von dem neuen Spiel so ein bisschen schüttern, du spielst einfach weiter. Ja, ich spiele schon weiter. Also ich spiele auch XYZ, Synchro weigere ich mich, dieses Tributzeugs weigere ich mich auch. Pendel weigere ich mich absolut strikt. Okay. Finde ich, macht gar keinen Sinn. Aber auf jeden Fall. Und sonst, du spielst eigentlich nur jetzt so oder spielst du auch privat irgendwie anders mit Kollegen, Freunde? Ja, ich spiele schon mit Freunden. Also ich bin auch mit Freunden da. Also wir kennen uns teilweise vom Videospielen, teilweise auch nicht. Ich spiele auch privat. Ich habe leider keine große Community, aber ich habe 3-4 Freunde, mit denen treffe ich jede Woche. Okay, sehr cool. Was würdest du einem jemand anderen auf den Weg geben, zum Beispiel einem anderen Mädchen, ob sie jetzt, soll sie anfangen, macht das Spiel Spaß, also was würdest du so ein Mädchen auf den Weg geben? Mädels, fangt an Yu-Gi-Oh! Zu spielen, ich bin alleine, hey. Ich habe heute 2 Mädchen gesehen und das finde ich echt erstaunlich, finde ich super. Aber bei uns sind relativ häufig immer Mädchen. Ja, es werden immer mehr Mädchen, Mädels, spielt's ruhig, Mann. Es macht megamäßig Spaß, die Jungs sind nicht böse, die sind nicht gemein, die fressen nicht, die stinken vielleicht ab und zu mal ein bisschen, aber es geht schon. Das kriegen wir nicht. Fragen, ja, ich wollte fragen, die meisten Mädchen spielen ja wegen ihrem Freund. Ist das bei dir auch so? Nein, mein Freund weigert sich Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Er findet es irgendwie viel zu kompliziert. Er hat keinen Bock, sich die Karteneffekte zu merken und so. Also er möchte nicht spielen, ich will aber spielen. Und er soll was Neues spielen, aber er will nicht. Ja, das ist schon mal sehr cool, dass er ohne Einfluss von einem Freund gespielt wird, finde ich Er war schon sauer, dass ich heute nicht spielen gegangen bin. Er meint, ist Yu-Gi-Oh! Wichtiger wie ich. Ich sag einmal im Monat, ist wichtiger. Das ist schön. Eindeutig. Sonst noch welche Fragen? Viele, aber frag du mal was. Was hast du beim letzten Mal gefragt? Kartenpreise, Reaktion, dies, das. Was halt sie von der Community und so? Ja, jetzt spann ich mal. Was hältst du von den Preisen? Sorry, mein Freund. Die Preise an sich jetzt, also das ist ja von Yu-Gi-Oh!-Preisen, von den Kartenpreisen jetzt. Ich kaufe jetzt bei TCG, also ich versuche es meistens recht günstig herzubekommen, allerdings bin ich jemand, der, also wenn es eine Rare-Karte gibt, dann kaufe ich nur Rare, meine ganzen Decks Rare, eh beste. Also jetzt nichts High-Rare, nichts Teures. Also schon Teures. Also wenn jetzt eine Karte 50 Euro kostet und ich will die haben, dann kaufe ich mir die. Okay. Also wenn die Karte 200 Euro kostet und ich will sie unbedingt haben, dann kaufe ich sie mir halt. Es ist zwar ein bisschen teuer, aber wenn die Karte gut ist und mein Deck schön supportet und mir das Spaß macht, dann hole ich mir das. Okay. Ich sammle auch viele Karten einfach so in Rares, also die ich für mein Deck nicht brauche. Also hast du viele Karten zu Hause als Sammlung? 3.000, 4.000. Okay.
Und gibt es eigentlich nichts her? Du bist jetzt nicht so die, die Sachen verkauft hast oder so, sondern ich verkaufe schon, also die Karten, die ich nicht brauche, die ich bekomme. Also so Common-Zeug, so Rare-Karten, die ich 4-5 Mal habe und so. Aber eigentlich nicht das, was ich mir kaufe, behalte. Okay. Keine Ahnung. Du meintest ja, die Jungs sind nicht böse. Also viele haben ja Vorteile gegenüber diesen Nerds und Spielern und so. Kannst du dazu irgendwas sagen? Ja, also die meisten haben irgendwie am Anfang Angst gehabt, mich zu besiegen. Das war echt crazy, sie konnten mir nicht mal in die Augen schauen, die sind eigentlich total... Das liegt vielleicht an deinem Sharingan. Nee, da hatte ich das noch nicht dran. Manche waren total eingeschüchtert, die wussten echt nicht, was sie machen sollen. Also deswegen, die sind, ja, es sind halt Nerds, manche, aber viele gehen auch offen auf einen zu. Also einer meiner besten Freunde habe ich hier beim Yu-Gi-Oh-Spielen kennengelernt. Ist das irgendeiner von denen? Ja, den da habe ich bei meinem ersten Tag kennengelernt und wir sind jetzt voll fertig Yu-Gi-Oh! Am Zocken und sehen uns voll auf. Yu-Gi-Oh! Findet. Ja, Freunde. Ja, auf jeden Fall. Ja. Man sieht es ja auch bei uns. Nicht nur Spaß, Spiel, sondern auch Freundschaft. Man kann viel unternehmen. Ne? Finde ich gut, dass du da seit 7 Jahren angefangen hast. Ja, und immer noch dabei bist. Und immer noch dabei bist. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und dabei bleibst. Immer. Nein, klar. Was hältst du von Meta so an sich jetzt? Also du sagst ja selber, du hast es. Ich bin eher Fun-Decks, aber was hältst du von Meta an sich? Ja, also meine Decks waren ja auch mal Meta, ne? Aber ich finde die Meta ja teilweise, mein Gott, wenn ich dann sehe, dass irgendwie Licht verpflichtet noch in der Top 10 Meta ist, dann frage ich mich echt, warum. Also teilweise macht die Meta irgendwie Sinn, teilweise macht sie keinen Sinn. Mhm. Es ist so eine kleine Orientierungshilfe. Allerdings pusht es auch die Karten irgendwie so hoch. Also man kann echt mit jedem möglichen Deck wirklich was Gutes raushauen. Also ich sehe Leute, die hauen mit einem Licht verpflichtet total viel gut raus. Ich hatte ein Licht verpflichtet, ich habe damit gar nichts irgendwie auf die Reihe bekommen. Also ich denke, es kommt auch mit dem Spieler drauf an, was der halt eben dann noch für Supportkarten da reinhaut. Ja, die Meta an sich, ja, es ist eine Orientierungshilfe, würde ich sagen. Schön. Cool. Ja. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, ja, dass du mal wieder beim Turnier mitspielst und Spaß hast. Bei einem kleineren Turnier. Aber mal ein paar größere Turniere ist auch nicht schön. Nächstes Jahr mache ich beim Regional. Machst es. Oder hast du mal Interesse an der DM teilzunehmen, sowas? Was, an der DM? DM, Deutsche Meisterschaft. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Einfach hinfahren und spielen, eigentlich. Ja, eigentlich schon. Wow. Man braucht keine Qualifikation eigentlich. Man braucht keine. Nee. Dieses Jahr ist sie wo? Ende Mai in Mainz. In Mainz, das ist halt immer die Fahrt und die Unterkunft, das muss man sich immer irgendwie gucken, weil das geht immer nur 2 Tage, wenn man halt weiterkommt. Ne? Aber eigentlich offen für alle. Ja, aber so an sich wäre das auch mal was für dich, oder? Mal ein größeres Event. Ich denke, das ist dort auch klimatisiert. Ja, klar. Das ist auch nicht so eng wie hier und so klein. Zwar mehrere Spieler natürlich, aber. Ja, klar. Ja, doch, anders. Da würde ich auf jeden Fall mal mitmachen, wenn ich da frei bekomme von der Arbeit. Super. Cool. Seid ihr da auch? Ja, wir werden das wahrscheinlich. Jetzt dieses Jahr okay, vielleicht. Wenn nicht, dann nächstes Jahr. Schön, dass du dabei bist. Danke. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.